einmal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Der Glaskopf hat auch noch meine Größe. Con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Calcio nel culo, altro che. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da 3 euro. Pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bau gleich. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Okay, das
Es ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Na ja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit.
Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix auf dem Kottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Warum nehme ich den Maschinenraum? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Sind diese Schutzschalter. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende.
Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da es keine weiteren Gebote gibt. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Ach, was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu daraus. Na, das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Bei 140. Bringt uns auf 150.000 Euro. Das aktuelle Gebot liegt bei 170.000 Euro. Ja, einen Moment. Signore, wir stehen nun bei 180.000 Euro. Das Gebot liegt bei 190.000 Euro. Ja. Das Gebot beträgt jetzt 200.000 Euro. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 210.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten, zum Zweiten und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Verdammt! Farfagliati! Chiunque lo si incarica di una pallotta in testa!
Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Guardo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Wären vielleicht auch nicht schlecht. Una. Ehi, ho visto qualcosa. Ti chiedi che non sia nulla. Vado subito. Trovato qualcosa? C'era qualcuno a sparire. Aspetta. L'ho perso! Perlustrate l'area. Nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Der Ballsaal. Davor die Einfahrt. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus.
Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Na, netter Versuch. Der war geschenkt. Für Sie. Oh, wie... Komm her! Jetzt her mit dem Artefakt! Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist das?